Alright, Leute, willkommen zu einem neuen Let's Play. Ich bin leider ziemlich beschäftigt aktuell, wie ihr mein Q&A vielleicht gehört habt, bin ich in den Urlaubsvorbereitungen. Ich fliege nach 3 Wochen nach Japan. Und ich musste sehr viele Stand-Runs produzieren, deswegen ist in letzter Zeit leider nicht so viel Content gekommen. Damit ihr jetzt etwas zu sehen habt, starte ich mal ein etwas kleines Spiel, etwas klein und fein, von Mavo Sendeno Game. Das Spiel nennt sich Nascency. Irgendwas in die Richtung. Ein Puzzle, Creepy Game, Mysteries, so und so. Und hat mir der Corrupted empfohlen auf jeden Fall. Und sollte auf jeden Fall leicht machbar sein. Wie gesagt, ich hatte jetzt nicht super viel Zeit, einfach irgendwelche krassen Spiele zu zocken. Musste tausende von Stand-Runs aufnehmen, das war kompliziert. Nascency. Who knows, wie man das ausspricht. Aber auf jeden Fall ein originelles Spiel, also ein kunstvolles. Ich mag ja kunstvolle Spiele. Sprich, die ein besonderes Art-Design haben, die was Besonderes vermitteln möchten und nicht einfach nur stumpfes Geballer. Läuft auf 4K und mit 8 Millionen Anti-Aliasing und was weiß ich nicht was. Aber ich denke mal, bei dem Grafikstil braucht man auch nicht viel. Und wir sind im Game. Jetzt habe ich komplett durchgelaufen. Lucy ist lost. Ich bin Lucy. Gut zu wissen. So, wie ihr seht, das Spiel ist sehr, sehr simpel aufgebaut. Wir haben nicht viel. Also aktuell auf jeden Fall. Und wir haben auf jeden Fall auch sehr viele Schattenspiele. Wir haben eine Leuchtkugel. Rat mich raten, muss ich berühren? Jo. Okay, die Schatteneffekte sind hier auch ganz nice, muss man sagen. Wir sind im Tutorial. Sollte machbar sein. Easy peasy, jump und ring. Leiter. Soll ich hier durch? Na gut. Wenn du das sagst, soll ich dich erst berühren? Soll ich dich zärtlich berühren, Kugel? Nee. Nee, muss ich nicht. Ich dachte, ich muss berühren. Wie du willst. Also, soweit ich von Corrupted gehört habe, ist das Spiel ein echter Kopfweg zum Schloss. Also richtig, richtig weird aufgebaut mit komischen Puzzles. Und wahrscheinlich wird das auch sehr viel mit diesen Licht und Schatten hier zu tun haben. So, dass man die Kugel berühren muss, dass sie in eine andere Richtung fliegt. So, dass man halt andere Blickwinkel kriegt und so weiter. Aber das Spiel sieht aus, als ob jemand vergessen hat, Texturen dafür zu machen. Oder jemand zu faul war, zu Texturen zu machen. Aber wenn man es schwarz-weiß macht, dann ist es Kunst. Erst ist zu dunkel, jetzt ist zu hell. Seriously. Okay, Sonnenstudio, nicht gut. Sonnenstudio sind böse. Und es grillt mich gleich. Oder auch nicht. Es hat mich nicht gegrillt. Also eine Tür geht sogar auf. Sag das doch. Jesus, ist das ein großes Areal. Und mehrere Türen gehen zu. Okay. Ja, das Spiel wird auf jeden Fall sehr, sehr komisch. So wie es aussieht. Ich bin jetzt schon verwirrt. Soll ich darüber springen? Ich bin mir nicht so ganz sicher, wo ich was machen muss. Soll ich das machen? Soll ich nicht machen? Weil die Dinger hier sehen nicht so aus, als ob... Die Dinger sind laut. So, ein bisschen leiser. Das sieht jetzt nicht so aus, als ob ich hier unbedingt hin sollte, oder? Autsch. Fallschaden gibt es. Jail. Guckt euch das Areal an. Sehr origineller Stil. Okay. Press Shift to run for a short time. Und die ist außer Puste. Die ist schnell außer Puste. Das Sonnenstudio grillt immer noch. Brief regulated to run longer. Wie mache ich das? Soll ich... Ah. Verstehe. Wenn der Kreis auftaucht, soll ich den linken Mausbutton drücken. Dann atmet die normal. Gute Frau. Gute Lucy. Ich kenne den Film Lucy. Der war weird. Ich habe viel. Ich weiß. Musik ist nett. Dafür, dass es so ein unbekanntes Game ist. So, wir kommen mit Neues. Die Musik dreht richtig auf. Wir haben ein neues Sonnenstudio. Sonnenbankstudio. Hier können wir unseren schönen Tarn erhalten. Weird.
Spiel erinnert an viele andere Games. Jesus. Sieht. So eine kleine Tür ist offen neben den alle anderen komischen Gebilde und Würfeln und Decken. Aber nichtsdestotrotz, hier hat wirklich jemand mal vergessen, das Spiel zu texturieren. Ich habe viele Texturen, wenn ihr mich fragt. Oh, Kugelchen. Kommst du her? Pac-Man. Was auch immer. Gut. Oh, noch mehr von euch. Noch mehr von euch. Ich habe keine Ahnung, worum es geht. Es ist kein Story-Spiel. Oder wenn es eins ist, dann ist es ein kompliziertes. So, dass man sich die Teile selber zusammenstellen muss, wie bei vielen anderen Spielen. So, dass man ein bisschen selber nach... Oh, da ist schon wieder einer. Wupp, wupp. Okay. Augen aufhalten. Dunkel. Dunkel. Sehr dunkel. Sehr dunkel. Da ist einer. Holy fuck, ey. So ein kleiner Gang. Den muss man erstmal erkennen. Besonders wenn es recht dunkel ist. Oh, ich bin durch. Oder ich laufe zurück. Eins von beiden. Ich habe hier echt über keinen Überblick mehr, wo ich bin oder was ich bin. Oder wohin ich hin muss. Auf jeden Fall, wie ich am Anfang schon gesagt, viel Vorbereitung, viel Urlaub, viel Videos machen. Das heißt, die Häppchen werden hier recht klein und es ist wieder arschdunkel geworden. Die Häppchen werden recht klein. Also kurze Folgen von diesem Spiel. GTA kommt donnerstags eine Folge raus. Da habe ich ein paar Folgen mit Bardo auch aufgenommen. Naja, auf die könnt ihr euch auch freuen. Tut ihr auch ab und zu mal. Aber normale Spiele sind halt eher schwierig aktuell bei mir, weil ich meine, Haste N halt irgendwie ziemlich beschäftigt bin. Ja, es ist schwierig, es ist schwierig, es ist echt schwierig Zeit zu finden. Wo bin ich hier? Der Schatten verwirrt, der Schatten verwirrt, der Schatten verwirrt, Schatten verwirrt. Mein Brain ist confused. Mein Brain ist fucking confused. Das Art-Design ist auf jeden Fall nice. Schau dir das an. Dem Lichtspiel, das ist ein sehr gutes Spiel. Dafür, dass es so unbekannt ist, hat es echt ein paar nette Ideen. Also ich habe es vorher überhaupt nicht gekannt. Corrupted auch nicht. Ich glaube, in Deutschland kennen das auch sehr, sehr, sehr wenige. Ich habe ja schon mal Lurking gespielt. Hab mir die Beine gebrochen. No big deal. No big deal. Wo bin ich? Oh, nee. Oh, nee. Werde ich das rausschneiden? Ich wollte keine Spiele schneiden. Ich wollte schnell aufnehmen. Oh, hat sie sich verschluckt beim Rennen. Arme Lucy. Arme Lucy. Kann ich auch irgendwie selber Licht erzeugen? Ich glaube nicht, ne? Ich bin darauf angewiesen, immer zu warten, bis hier Licht durchkommt. Kommt und die Musik ist creepy. Musik ist creepy. Schlimmer als in manchen Horrorspielen. Ich bin schon recht tief angekommen, muss ich sagen. Ein bisschen geht aber noch, ein bisschen geht aber noch. Wo war ich? Irgendwas mit, Spiel ist unbekannt in Deutschland, genau. Ich glaube, es gibt nur sehr wenige Engländer, die das gespielt haben, beziehungsweise internationale Let's Player. So, ich bin unten angekommen. Und auf einmal ist es, hat es aufgehört zu leuchten. Ja, geht doch. Da zählt mich hier nichts. Ich hab's gesehen. Ich hab's gesehen, dass hier Licht leuchtet. In meinem Kühlschrank leuchtet nachts auch das Licht. Und wo Licht leuchtet, gibt's was zu essen. Das muss es sein. Ich hab die Story von dem Spieler rausgefunden. Lucy ist auf der Suche nach ihrem Kühlschrank. Und deswegen sucht sie blinkelnde Lichter. Ich kriege hier Epilepsie, ey. Ich kriege hier echt Epilepsie. So, das war's für den ersten Teil von Nascency. Darauf könnt ihr euch jetzt die nächsten 2 Wochen freuen. Falls ihr nicht so Bock habt auf das Spiel, dann habe ich leider nichts mehr großartig für euch. Ich habe leider keine Oculus Rift Games mehr. GTA konnte ich nur sehr wenig zocken. Singleplayer GTA steht immer noch auf dem Plan, aber auch noch nicht so wirklich Zeit. Und bevor ich da an das Spiel anfange und dann in Urlaub fliege, wollte ich mir halt ein kleines Zwischenprojekt machen. Aber wie gesagt, schaltet rein in die nächste Folge, wenn ihr wissen wollt, ob Lucy den Kühlschrank des Lichts findet oder das Licht im Kühlschrank findet. Und es wird dunkel jedes Mal, wenn wir es anfangen. Nee, wie auch immer. Das war's für diese Folge. Gebt mir Daumen hoch, wenn es euch gefallen hat. Abonniert mich, wenn ihr keine weitere Folge verpassen wollt und gebt mir Flosse. Flop.